Hallo, willkommen bei American Baker in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir ein Rezept für nicht gebackene Käsekuchen. Meine Kollegin nennt das Philadelphia-Torte und das ist der Lieblingskuchen von meiner Tochter. Also legen wir los. Wie immer fangen wir an mit den Zutaten. Wir brauchen eine Packung oder 200 Gramm Butterkekse, einen halben Cup oder 125 Gramm durchschmolzene Butter. Diese sind für die Kruste. Zwei Packungen oder 400 Gramm Frischkäse, einen halben Cup oder 100 Gramm Sour Cream oder Quark, zwei Cups oder 250 Gramm Puderzucker, ein Teelöffel Vanilleextrakt bzw. ein Esslöffel Vanillezucker, 3 Cups oder 600 ml Schlagsahne. Mehlstärke oder Sahne steif, um die Schlagsahne aufschlagen zu können. Zuerst zerkrümmen wir unsere Butterkekse. Ich benutze lieber die Hände, aber man kann auch eine Küchenmaschine oder ein Nudelholz benutzen, was auch immer man lieber mag. Dann die geschmolzene Butter einkippen, mit einem Löffel rühren. Die Krümel in der Kuchenform kippen. Ich benutze zwei kleine Pie-Formen heute, aber man kann auch eine große Pie-Form oder eine 22 cm Kuchenform benutzen. Die Krümel in die Form pressen, so ebenmäßig wie möglich. Dann in eine große Schüssel Frischkäse, Sour Cream, Vanille und Puderzucker hinzufügen. Rühren bis kombiniert. Versucht so gut wie möglich alle Zuckerklumpen zu zerstören. Dann in einen separaten Schüssel Sahne aufschlagen zu weichen Spitzen. Mehlstärke dazu, wenn gewünscht. Es macht es nur ein bisschen leichter zu schlagen. Nicht zu viel schlagen, sanft die Schlagsahne und die Frischkäsemischung einfalten.
in die vorbereiteten Krusten kippen und verteilen. Im Kühlschrank mindestens 4 Stunden kühlen lassen. Wenn man es schneidet, schaut, dass es ganz durch die Kruste geht. Dieses weiche Dessert ist süß und ein wenig sauer, perfekt für den Sommer. Für mehr Torten und Rezepten besucht unsere Webseite bei americanbakerandgermany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für mehr Rezepte.